irgendwann niemand mehr helfen. Lassen Sie mich los! Sie sind hier doch in Sicherheit, glauben Sie mir. Jetzt mal zu. Wir haben dieses Gespräch schon etliche Male geführt. Ich lasse Sie jeden Tag in diesen Raum reinbringen. Mit dem Ziel und der Absicht, Ihre Erinnerungen an die Oberfläche zu bringen. Nur um dann festzustellen, dass davon kaum noch ein Funke übrig ist. Wovon reden Sie? Ich verstehe das nicht. In Ordnung. Fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wie heißen Sie? Wissen Sie Ihren Namen? Mein Name? Ja, Ihren Namen. Ich bin mir nicht sicher. Sie heißen Jessica. Und Sie leiden an einer dissoziativen Amnesie. Seit 2 Jahren versuchen wir nun schon, Ihnen zu helfen. Nein, das kann nicht sein. Sie sind einer unserer gefährlichsten Patienten. Deswegen bleiben unsere Versuche, Ihnen zu helfen, auch bisher vergeblich. Sie lehnen vehement jegliche Form der Therapie und der Hilfe ab, die wir Ihnen anbieten. Das stimmt nicht! Helfen Sie uns. Versuchen Sie sich bitte, daran zu erinnern, weswegen Sie eigentlich hier sind. Probieren Sie, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Woran soll ich mich erinnern? Ich weiß nur, dass ich in diesem Drecksloch bin. Ich weiß nicht, warum oder was an mir falsch sein soll. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Weil nur so kann ich Ihnen helfen. Mein Name ist Jessica und ich bin kerngesund. Mir geht es gut, okay? Mir geht es gut! Sehen Sie das? Das sind Sie. Strahlend, voller Lebensfreude. Neben einem jungen Mann. Wissen Sie, wer der junge Mann ist? Es ist... Ich habe ihn geliebt. Ja, das ist gut. Weiter. Was glauben Sie, wo dieser Mann jetzt ist? Ich weiß es nicht. Doch, Jessica. Ich glaube, dass Sie es wissen. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Weggegangen. Ich habe ihm alles gegeben. Was genau haben Sie ihm gegeben? Mein Leben, meine Familie, alles. Es gab nur noch ihn. Und dann? Dann habe ich ihn verlassen. Und wie haben Sie ihn verlassen? Ich kann nicht. Doch. Lassen Sie es ruhig raus. Nur so kommen wir weiter. Dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Das haben Sie sehr gut gemacht. Es wird alles wieder gut werden, glauben Sie mir. Wir machen morgen weiter.